Schon seit längerem berichteten wir euch immer wieder über Neuerungen, was die Minecraft-Version für die PS Vita, die PS4 oder die Xbox One angeht. Doch nun gibt es endlich ungefähre Release-Termine sowie Preise, auf die wir uns einstellen können, und diese werden wir euch in dieser Minecraft-Breaking-News-Ausgabe einmal näher bringen. Zuallererst entschuldigt sich Mojang für die langen Wartezeiten und begründet sie damit, dass es sehr lange dauere, Minecraft mit den Konsolen kompatibel zu machen. Nun jedoch zu den Fakten. Die Minecraft Xbox One Edition wird im Xbox Marktplatz im August dieses Jahres verfügbar sein. Verbessert wurde im Vergleich zur Xbox 360 Edition die Sichtweite sowie die Performance. Für $19,99 wird diese Version Minecrafts dann zu erwerben sein. Dies ist allerdings nur der Preis für Neukunden. Für alle Spieler, die bereits im Besitz der Minecraft Xbox 360 Version sind, kostet das Upgrade auf die Xbox One Version nur $4,99. Außerdem sollen sich auch auf der Xbox 360 erstellte Welten auf der Xbox One spielen lassen. Weiter geht's mit Informationen zur Minecraft PS3 und der PS Vita Version. Diese wird ebenfalls ab August im PSN Store erhältlich sein und auch Online-Spielen wird eine Option auf der PS Vita. Die Vita-Version wird außerdem für alle Käufer der PS3-Version völlig kostenlos sein. Der Preis für die PS3 und die PS Vita-Version zusammen beträgt ebenfalls $19,99 und auch das Übertragen von Spielständen zwischen den beiden Plattformen wird kein Problem sein. Und zu guter Letzt kommen wir zur Minecraft PS4-Version, die ebenfalls in den Startlöchern steht und von euch ab August im PSN-Store für ebenfalls $19,99 erworben werden kann. Auch in dieser wurden die Welten sowie die Sichtweite erweitert und ein Upgrade von der PS3 zur PS4-Version kostet lediglich $4,99. Für alle Versionen wurde von Mojang zu den DLCs gesagt, dass die meisten von ihnen auch auf den jeweils anderen Geräten verfügbar sein werden. Das waren alle Daten, die Mojang zu den Konsolenversionen Minecraft veröffentlicht hat, und nun stellt sich uns die Frage, ob ihr euch schon auf den August freut, da in dieser Jahr diese Versionen dann erwerbbar sein werden. Ansonsten kommen auch bald wieder verstärkt Tutorials hier auf -07, und wenn ihr diese nicht verpassen wollt und auch Vorschläge für weitere habt, dann schreibt sie doch einfach in die Kommentare und lasst den Abo da. Ansonsten findet ihr rechts oben verlinkt direkt unser letztes Minecraft Snapshot Review. Da ging es um den Minecraft Snapshot 14W21A, der ebenfalls mit interessanten und spannenden Änderungen daherkam. Und direkt darunter findet ihr unsere letzte Minecraft News Ausgabe mit interessanten Themen rund um die Minecraft Welt. Das war's von dieser Ausgabe. Weitere Infos wie immer auf Twitter, Facebook, Google+, Instagram und natürlich unserer Website www.minus07.de. Jetzt bedanke ich mich aber fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.